Herzlich willkommen beim Fest des Sports 2019, der Treffpunkt der Aktiven aus der Region Heilbronn und Hohenlohe. Und da geht es nicht nur darum, dass die Unterländer Sportler des Jahres ausgezeichnet werden, sondern es ist auch immer wieder ein Treffpunkt für die größten Talente aus Heilbronn und Hohenlohe. Denn die Sporthilfe, die fördert diese Talente und sie vergibt die Schecks an diesem Abend mehr als 70.000 Euro. Und so stand auch die Sporthilfe im Mittelpunkt des ersten Blocks beim Fest des Sports und präsentierte das neue Konzept unter dem neuen Vorsitzenden Richard Lohmüller mit dem Perspektivteam Olympia 2024, mit dem Talente aus der Region gefördert werden sollen, die dann fit gemacht werden, damit sie bei den Olympischen Spielen mitmachen können. Das ein Highlight dieses Fest des Sports, aber natürlich gehört viel mehr dazu. Talk mit Bekannten und Prominenten aus der Region natürlich. Der Lesergewinner wurde prämiert. Es gab einen Rückblick auf 40 Jahre Eberstadt mit Peter Schramm und natürlich Musik mit Marco und Weiß. Die waren wunderbar und haben hier ordentlich gerockt im Foyer und vor allen Dingen dann auf der Bühne unter der Pyramide der Kreissparkasse Heilbronn. Aber dann natürlich das Highlight, das waren die Ehrungen der Sportler des Jahres bei den Kategorien. Zum einen in der Mannschaft und da haben die Neckarsulmer genauso abgesahnt wie bei der Kategorie der Sportlerin des Jahres und bei dem Sportler des Jahres. Also 2 Stunden Sport, Musik, Talk und Überraschungen beim Fest des Sports. Und hier gibt es noch ein paar Highlights dazu.